Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir hier die Des Moines im Fokus. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was der PW Styx hier so ganz für uns reißen kann. Ich würde sagen, das Video steht unter Tod den Flugzeugen. Warum, werdet ihr im Laufe des Videos definitiv sehen. Aber erstmal geben wir mal ein bisschen Gas, auch wenn er hier schon die ersten 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14 Flugzeuge jetzt in Summe runtergeholt hat. Also da hat der gegnerische Flugzeugträger schon mal einiges an Haaren oder eher sogar Flugzeugen lassen müssen. Aber nun schau mal, was er auch noch an Damage drückt, denn die Udaloy ist da hinten gleich erreichbar. Und auch die Missouri ist direkt für ihn beschießbar. Und hier hält er da schon mit HE direkt drauf. Leider jetzt keine Sicht mehr auf die Flugzeuge. Leider noch kein Brand hier. Ah! Kaum sage ich's, kommen die ersten zwei. So soll es sein. Na, Missouri, du hast da mal kein schönes Leben da hinten. Wir sehen, der Brand tickt unaufhörlich weiter. Und der nächste kommt hier auch schon daher. Schaut mal, wie viel die Brände allein ausmachen. 50.000, da schon wieder 1.200 der Brand. Und das, nachdem eigentlich schon alles gelöscht worden ist. Also wahnsinnig. Das hat davor noch viel höher getickt. Ist einfach unfassbar. Da kommen schon die nächsten Flugzeuge auch wieder an. So, und die nächsten beiden Flugzeuge, die da weg sind. Verteidigt wird auch noch, also fleißig ohne Frage. Aber auf 11 Kilometer ist natürlich das gar nicht mehr so leicht zu treffen. Aber nochmal decapped. Die Udaloy hält er da gut in Schacht. Und den Punkt da frei. Der ist auch wichtig. Das ist deren Punkt. Der soll auch hier weiter in seiner Hand bleiben. Oh, und da sind einige Torpedos im Wasser. Ich hoffe mal nicht, dass sie ihn erreichen, aber normalerweise sollte er auch genug Zeit haben, da jetzt so sich zu positionieren, dass er eben da nicht reinfährt, weil das wäre richtig unangenehm. Aber es schaut gut aus. Alle gleiten da geräuschlos an ihm vorbei, alles gut. Aber trotzdem ist sein Team aktuell mit den Schiffen hinten liegend. Drei Schiffe, sein Team schon verloren, zwei der Gegner.
jetzt vielleicht mal eventuell den Flankenwechsel da angehen. Ob er jetzt da in die Mitte reindreht, wage ich zu bezweifeln. Das wäre dann doch schon sehr risikoreich. Auf die Iowa kommt er jetzt gut drauf. In der Mitte könnte er natürlich durchfallen. Aktuell ist da kein Gegner außer die Missouri, aber die ist auch gleich Geschichte und da ist er auch schon weg. Wurde vom Flugzeugträger da rausgenommen. Also dementsprechend könnte das natürlich mal angehen. Aber die Mitte ist immer gefährlich, wobei in der Phase des Matches, jetzt gerade zur Halbzeit, da kann man es durchaus mal probieren. So, und schon wieder ein Flugzeug weniger. Mittlerweile hat er schon 17 abgeschossen. Und 18. So, und hier, jetzt schaut's mal da, was da kommt. Seine Flak-Mannschaften sind hier voll am Rödeln. 4 Flugzeuge schon runter. 5, 6. Also die Flaks sind hier wahnsinnig fleißig. Die Bomben treffen zwar, brennt, ist da. Er heilt nicht gegen, er löscht ihn auch nicht. Da wartet er jetzt erstmal noch ab. Aber erstmal sind 14 Flugzeuge beim Gegner mal wieder weniger am Start. Und das mit einem einzigen Schiff. So, jetzt wird hier der Brand gegengeheilt. Die Hindenburg, die ist noch recht voll. Aber die Udaloy, die nicht mehr. Die braucht nicht mehr viel, um die zu versenken. 9 Kilometer ist auch eine machbare Distanz. Allerdings muss man natürlich auch mal treffen. Und wenn sie Haken schlägt, dann kann das doof ausgehen. Aber da trifft er einmal, allerdings ohne Schaden. Komm, Junge. Mach sie weg. Jetzt lässt er die Udaloy wohl sein. Konzentriert sich erstmal auf die Hindenburg. So, die Hindenburg hat ihn noch nicht so wirklich am Kicker. Jetzt schießt sie zurück. Das Gegnerteam hatte zwischenzeitlich den D-Cap eingenommen, aber jetzt wieder zurück. Und jetzt schickt er sich an, hier sich da den B-Punkt zu holen. Allerdings wird es jetzt hier nochmal sehr interessant. Hindenburg, deutscher Tier 10 Kreuzer gegen den amerikanischen Tier 10 Kreuzer. Und auch Flugzeuge sind hier schon wieder am Start. Und die sind natürlich hier in dieser Enge richtig, richtig fies, weil die können mal ohne Probleme Torpedos da schmeißen. So, die Hindenburg hat hier deutlich mehr Probleme mit ihm als er mit der Hindenburg. Das muss man ganz klar mal anerkennen. Feuer ist wieder am Start. So, und hier Granaten finden alle ihr Ziel. 7000 zu 28.000 Hitpoints. Also von der Zahl her ist es recht simpel. Die nächsten Flugzeuge kommen und er ist auch wieder Vollgas am Rödeln. Auch das defensive Flakfeuer ist wieder am Start. 4 Flugzeuge schon runtergeholt. Die Bomben droppen. 5 Flugzeuge und die Hindenburg auch noch mitgemacht. Jetzt muss er gegen die Flugzeuge aufpassen. Auch die lassen wieder alle ihre tödliche Fracht fallen. Aber das schaut sehr gut aus. Von hinten jetzt die Shimakaze. Da hat er Glück, dass er jetzt gerade schon weg kann, weil die Torpedos, die sind richtig unangenehm, aber kein Problem. In dem Fall mittlerweile bei 47 Flugzeugen, die er da abgeschossen hat. Und jetzt kann er sich auch noch den B-Punkt da sichern.
Hätte auch noch eine Heilung am Start. Die sollte vielleicht dann mal langsam wieder ziehen. So, und er cappt jetzt da sicher durch. Kein Gegner, der ihn hier hindert. Aber er hört die Stimme. The enemy is about to win. Also derzeit schaut es dann auch gut aus für den Gegner. Aber die Shimakaze, die willst du nochmal wissen. Er muss nur echt aufpassen. Gerade die Torpedos da in diesem engen Korridor sind unfassbar gemein. Und er selbst kann ja keine Torpedos mal zurückschicken. Er hat ja einfach keine. Warum er seine Heilung nicht zieht, das ist doch ein bisschen schleierhaft. Weil er hat noch 3 Ladungen über und könnte die Cooldown dann locker nutzen, um nachher gleich wieder die nächste Phase am Start zu haben. Aber irgendwas wird er sich schon dabei denken. So, und wieder Flugzeuge und wieder da hier die Torpedos von der Shima. So, er wartet und schaut, dass die Shima hier aufgeht. Aber aufgehen tut sie nicht. Aber ja, hier, jetzt mit dem Radar, da klappt's. Und jetzt wird's da richtig unangenehm für die Shima, denn er schießt so verdammt schnell, dass der Shima da richtig eingeheizt wird. Noch 7000 Hitpoints. Allerdings kommt sie ja gerade wohl noch weg. Noch 5000. Und der Torpedo, der kommt da gefährlich nahe. Da muss er jetzt schnellstmöglich drehen. Der Torpedo, der kommt und... Oh, der geht vorbei. Unfassbar einfach nur. Das war absolutes Glück. Da muss man sagen, da kann man nicht wirklich von Können sprechen. Aber auch hier wieder 4 Flugzeuge runtergeholt. Mittlerweile bei 65 abgeschossenen Flugzeugen. Das ist einfach Wahnsinn, aber nach wie vor, sein Team liegt deutlich hinten mit 138 Tickets. Und jetzt muss er da natürlich gegenarbeiten, aber mit der Hindenburg, mit der großen Kurfürst, Entschuldigung, da hat er natürlich hier die Chance, da auszugleichen und natürlich wichtige Tickets da jetzt vom Zähler zu nehmen. Aber dafür muss er auch erstmal treffen und dann müssen die 5000 Hitpoints erstmal weg. So, aber und die Zau, auch die nicht weit, aber ihr seht, nur noch 100 Tickets trennen den Gegner da vom Sieg. Und aktuell schaut es leider wirklich nicht gut aus. Midway ist da hinten jetzt offen, aber da kommt er beim besten Willen einfach nicht dran. 18,4 Kilometer Reichweite hat er, da trennen ihn noch 2 Kilometer vom möglichen Abschuss. Aber ihr seht, nur noch 70 Tickets jetzt da dazwischen. Und jetzt ist sie beschießbar. Das heißt, jetzt alles raus, was da so möglich ist. Durch den Abschuss der New Orleans haben sie jetzt ein bisschen Zeit wieder bekommen. Jetzt ist es auch schon fast ähnlich und jetzt holen sie sich da auch noch den A-Punkt. Allerdings hat der Flugzeugträger da hier gedecapped. Aber auch da ist wieder die Mannschaft voll am Start. 6 Flugzeuge
nochmal eins, in Summe 73 Flugzeuge abgeschossen. Und die Kurfürst, die hat nicht mehr viel, die hat nur noch 600. Der Abschuss, der würde sein Team nach vorne bringen. Und da seht ihr, 889 Tickets zu 912. Das schaut sehr, sehr gut aus. Und jetzt holen sie sich auch den Punkt, hier die Zerstörung. Und damit liegen sie jetzt endlich in Führung. Sein Kollege hat sich hier schon die Krake gesichert. Sehr schön. Und jetzt hat sich das Blatt gehörig gewendet, weil jetzt ist nur noch die Midway am Start. Sie haben drei Caps, liegen ticketmäßig vorne. Also von dem her, da muss man sagen, well played. Das hat sein Team, sein Zug und er wirklich gut gespielt. Auch wenn der Schaden nicht der allerdickste ist, den man hier im Tierfechtgezähnen gesehen hat. Aber es war sehr wichtig, wie er gespielt hat, wie er unterstützt hat und natürlich auch, dass er die Flugzeuge so vom Himmel holen konnte, wie es hier passiert ist. Ich sag vielen lieben Dank. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.